Yo, 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 herzlich willkommen zum Wander-Vlog Nummer 4. Heutiges Thema ist Norbert Elgarts Interview in der Welt am Sonntag zur Neuausrichtung der Knappenschmiede und ein paar Serienempfehlungen für euch auf Netflix. Und fangen wir direkt mal an mit Norbert Elgart. Und zwar hat er jetzt ein Interview bei der Welt am Sonntag gegeben. Und es wurde über die Neuausrichtung von Schalke 04 und insbesondere der Knappenschmiede gesprochen. Und was dabei rumgekommen ist, ist, dass Schalke 04 jetzt 8 bis 10 Talente in den nächsten 3 bis 4 Jahren in die erste Mannschaft führen möchte. Und wenn man laut Norbert Elgart an die Vergangenheit denkt, dann ist das ja der Fall gewesen, wenn man das in den letzten 3 bis 4 oder in den letzten Jahren da diese ganzen Talente, die aus der Knappenschmiede gekommen sind, in die erste Mannschaft mit eingebaut hätte oder immer noch, wenn die immer noch hier spielen würden, dann wäre das eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen könnte. Und ich glaube, wenn man jetzt weiter die Talente in die erste Mannschaft rüberbringt und die dann aber auch verlängert, behält, dass das durchaus vielversprechend sein könnte. Natürlich wird man nicht jeden Spieler verlängern, aber ich glaube schon, dass da der ein oder andere, wenn man den frühzeitig verlängert, hier sehr lange spielen könnte. Ich glaube auch, dass sich dann der Verein zusammen mit den Spielern entwickeln kann. Und das ist jetzt auch gerade nach der Corona-Krise und diesem fehlenden Geld auf Schalke, ist das auf jeden Fall der Weg, den man gehen sollte. Und die Knappenschmiede soll an sich auch jetzt immer öfter durch externe Neuverpflichtungen gestärkt werden. Ich glaube, das ist auch ein sehr wichtiger Faktor, den wir jetzt richtig zum ersten Mal, würde ich sagen, in dieser Saison angegangen sind. Da sind extrem viele externe Spieler dazugekommen. Hatten wir natürlich aber auch in der Vergangenheit schon den einen oder anderen Spieler. Bestes Beispiel Weston McKennie oder auch ein Jan Boss sogar, den man dann in die A-Jugend nochmal verpflichtet hat. Und ich denke, wenn wir das so weiterführen und jetzt auch mehr Geld lieber in die Jugend investieren, anstatt damit teure Spieler zu verpflichten, glaube ich, dass wir auch mit so einem Norbert Elgart, der die Spieler dann einfach besser macht und dann an die erste Mannschaft und hochführen, glaube ich schon, dass das Potenzial hat und sehr gut für uns enden kann. Ja, schreibt ihr mal eure Meinung zu der Knappenschmiede in die Kommentare. Glaubt ihr, das ist der richtige Weg, jetzt auf die zu setzen? Und glaubt ihr, so eine Strategie, dass man jedes Jahr 2 Talente circa hochzieht, dass das aufgehen kann? 2 bis 3 Talente. Und das zweite Thema sind Serien, die ich euch empfehle. Also ich wollt euch jetzt mal 3 Serien einfach vorstellen, die ich in letzter Zeit geguckt habe, die mir sehr gut gefallen haben. Das ist The Witcher von Netflix, ist so eine Fantasy-Serie. Kann man jetzt nicht unbedingt mit Game of Thrones vergleichen, aber war eine sehr, sehr gute erste Staffel, muss ich sagen. Dann die zweite Serie ist Brooklyn 99, sehr gute Comedy-Serie. Sehr lustig, da gibt es schon einige Serien auf Netflix, einige Staffeln, sorry. Und die letzte Serie, was hatte ich denn jetzt zuletzt geguckt? Dark. Dark, 3 Staffeln hat die. Es geht da um Zeitreise und da muss bei der Serie kannst du die aber nicht nebenbei gucken. Da musst du echt konzentriert sein, um alle Zusammenhänge zu begreifen. Teilweise habe ich nochmal zurückgespult, um das dann alles zu begreifen. Und die ist echt ein Meisterwerk, die Serie. Selten so eine geile Serie gesehen und die ist auch 3 Staffeln und jetzt schon zu Ende. Von daher, checkt das mal ab und ist wirklich sehr gut. Und ja, das war's mit dem Video. Ihr könnt gerne Daumen nach oben geben, Kanal abonnieren und das Video teilen. Hilft dem Kanal kostenlos zu wachsen und ansonsten Social Media abchecken. Alles in der Beschreibung und dann sehen wir uns im nächsten Video. Ciao.